Hello again, heute zu dem Thema Lambda-Ausdrücke und wir schneiden auch zudem noch etwas die Methodenreferenz in diesem Video an. Was sind Lambda-Ausdrücke und wieso machen wir das? Erstmal sind Lambda-Ausdrücke ein Beispiel für die Übergabe von Code als Parameter an eine Methode. Das bedeutet zum einen, wir arbeiten effizienter und natürlich sparen wir uns Code. Das ist dann eigentlich auch das Hauptziel von Lambda-Ausdrücken. Viel weniger schreiben zu müssen, weil Programmierer sind ja Schreibfaulen. Falls ihr euch noch an die anonyme Klasse erinnert, dann wäre das an dieser Stelle sehr hilfreich, denn Lambda-Ausdrücke bilden quasi die Definition so einer Klasse. Und dadurch, dass es aber nur eine Methode gibt, muss die irgendwo herkommen. Und das können wir mit dem funktionalen Interface erreichen. Bedeutet also, wenn wir einen Lambda-Ausdruck benutzen, dann erbt dieser von einem funktionalen Interface. Ein funktionales Interface ist ein Interface, klar, das aber genau eine Methode eben besitzt. Deshalb beginnen wir einfach mal mit dem Erstellen eines funktionalen Interfaces und wir machen ein ziemlich anschauliches Beispiel, und zwar die Methode sum, in der wir zwei Int-Werte als Parameter übergeben. Gehen wir nur zur Klasse Lambda-Beispiel über. Hier müssen wir natürlich erstmal dann das Interface implementieren. Und es wird hier zuerst alles rot unterringelt, weil wir müssen ja eine Methode überschreiben. Das haben wir an dieser Stelle ja noch nicht getan. Auch hier packen wir ein paar Variablen rein, a und b. Und dann überschreiben wir die Methode sum, übergeben auch die Parameter wie in dem Interface und dann geben wir einfach a plus b zurück. So würde ja regulär das auch schon, wenn wir eine Methode aus einem Interface überschreiben. Heißt, wir bräuchten also eine extra Klasse für die eine Methode. Wenn wir jetzt in die Main-Methode gehen, erzeugen wir einfach mal ein Objekt, weil wir haben ja keine statische Methode, und dann lassen wir uns einfach mal die Summe von 2 und 4 ausgeben. Funktioniert natürlich wie gehabt, ist 6. So, wenn wir jetzt dafür Lambda-Ausdrücke benutzen wollen, können wir das so machen, indem wir als Typen unser funktionales Interface benutzen. Dann nennen wir die Variable L2. Und da wir nur eine Methode in dem Interface haben, können wir erstens, das ist eine Besonderheit, den Methodennamen weglassen. Wir müssen nur die Parameterliste eingeben. Dazu haben wir auch keine Sichtbarkeit, keinen Rückgabetyp. Und unter bestimmten Bedingungen kann sogar der Typ des Parameters weggelassen werden, wenn wir zum Beispiel nur einen Parameter haben. Anstatt des Rumpfes haben wir dann einfach nur einen Pfeil. Und dann geben wir die Logik ein, die diese Klasse machen soll. Dadurch, dass wir eine Summe haben wollen, ist es hier a plus b. Und das geben wir jetzt auch noch aus. Und wie man sieht, man spart sich eine Klasse und es ist wesentlich kürzer und teilweise auch übersichtlicher. Da wir hier auch dieselben Typen haben von Parametern, kann man die auch weglassen, weil int und int, das erkennt das Programm. Wenn wir jetzt über zu der Methodenreferenz gehen, können wir uns sogar noch mehr Code sparen. Wir benutzen Methodenreferenz dann, wenn wir in einem Lambda-Ausdruck nichts anderes machen würden, als eine Methode aufzurufen. Also wir würden keine Logik dann noch weiter implementieren, sondern wirklich nur die Methode aufrufen. Dann können wir eben diese Referenz nutzen. Wenn wir das machen, können wir viel Arbeit uns sparen und dem Compiler übergeben. Denn der Compiler wandelt im Hintergrund diese Methodenreferenz in einen Lambda-Ausdruck um. Das heißt, wir müssen das nicht mehr machen. Und dann brauchen wir das auch noch, wenn wir mit Stream-APIs arbeiten. Das wird dann in einem separaten Video behandelt, denn nur so kann man da die entsprechenden Methoden weitergeben bzw. aufrufen. In der fortgeschrittenen Programmierung also ein richtig wichtiges und interessantes Thema. Ich habe deswegen ein Beispiel mitgebracht. In diesem möchte ich euch aus der Java-Bibliothek zwei Interfaces näherbringen. Einmal das Supplier-Interface. Ein Supplier ist eine Methode, die ein Objekt erzeugt oder ein altes Objekt zurückgibt. Und da schauen wir mal, welche Methode das funktionale Interface mit sich bringt. Das ist einfach nur dieses tget. Das kennt ihr schon von der Getter-Methode, aber auch von Konstruktoren. Da dieses funktionale Interface auch Generics benutzt, müssen wir hier wieder einen konkreten Typ eingeben. Wir nehmen hier Double und dann benennen wir das Random. Und ich zeige euch jetzt erstmal, wie das ausschauen würde mit
Lambda. Und zwar, wir kennen das ja schon mit den Parametern, dann den Pfeil und dann eben diese Logik. Da würden wir sagen, math.random mal 6 plus 1, weil wir wollen ja Zahlen zwischen 1 und 6 haben bei dem Würfel. Wir müssten dann aber auch noch natürlich runden. Das machen wir in der nächsten Zeile. Und da benutzen wir auch wieder einen Lambda-Ausdruck mit der Methode math.floor. Da übergeben wir dann das Random. Dann lassen wir uns noch den Würfel zurückgeben, um zu schauen, ob es funktioniert. Okay, wir bekommen hier eine 6 raus, also passt erstmal. Jetzt schauen wir, wie das Ganze aussieht, wenn wir das mit Hilfe von Methodenreferenz programmieren. Wie schon gesagt, bei der Methodenreferenz können wir lediglich eine Methode aufrufen, aber keine Logik mehr weiter benutzen. Und deswegen müssen wir jetzt hier ein paar Sachen verschieben. Wir haben unsere Klasse, dann zwei Doppelpunkte und dann die Methode, die wir aufrufen. Wir haben hier auch keine Parameterlisten mehr oder sonst irgendwas. Ganz normal nur die Methode. Und die Logik, die jetzt davor bei dem Lambda-Ausdruck dabei stand, packen wir jetzt einfach in den Lambda-Ausdruck unten hin und machen das Ganze mal 6 plus 1. Falls es mit der Methodenreferenz zu schnell ging, das wird in einem separaten Video zusammen mit dem Stream API nochmal genauer erläutert. Und bis dahin einfach mal ein bisschen Beispiele durchcoden.